Liebe Geschwister, wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Freitagsansprachen Koran oft und viel rezitierte. Und so möchte ich mit einer Passage beginnen aus der 26. Sure, ab dem 41. Vers, 10 Verse. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Als die Zauberer kamen, sagten sie zu Pharaon: Wir bekommen doch sicher einen Lohn, wenn wir es sind, die siegen. Wir kennen die Geschichte im Koran festgehalten und zuvor auch in den Schriften, dass Pharaon sich zum Gott erklärte und Musa alaihi salam mit seinem Bruder Harun alaihi salam entsandt war zu diesem Tyrannen. Und Pharao nahm sich Zauberer, Täuscher zur Hilfe und wollte so beweisen, dass Musa kein Gottgesandter ist. Hören wir gut zu. Als die Zauberer kamen, das heißt, sie folgten dem Ruf vom Pharao. Sie hätten auch zu Hause bleiben können oder sich entschuldigen können. Ja? Die bekannten Entschuldigungen, ja, bin krank. Und ja, für uns bekannt von unseren Kollegen, aber natürlich nicht von uns selbst verwendet. Und wonach waren sie gierig? Wir bekommen doch sicher einen Lohn, wenn wir es sind, die siegen. Ja, sie wollten Geld, wollten Kohle. Und Pharao nahm ihre gierige Natur wahr und er bot ihnen was noch zusätzlich? Er bot ihnen Ruhm an. Ja, und ihr werdet zu den Nahegebrachten, ja, zu den Ruhmreichen gehören. Musa sagte zu ihnen: Werft, was ihr zu werfen habt. Da warfen sie ihre Stricke und Stöcke hin und sagten: Bei der Macht Pharaons. Ja, sie taten das im Namen vom Pharao. Wir werden ganz gewiss Sieger sein. So warf Musa seinen Stock hin und da verschlang er sogleich, was sie vortäuschten. Ja, also aus diese Stöcke und Seile, die wirkten, als ob sie Schlangen wären. Sie wurden alle verschlungen von dem Stock, den Musa alaihi salam hingeworfen hat. Und was ist dann passiert? Direkt danach passierte es, da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Also erst haben sie ihre Stöcke und Stricke geworfen, um Musa zu widerlegen. Und als Musa mit der Wahrheit kam, dann warfen sie sich selbst hin. Und zwar ehrerbietig, niederwerfend, warfen sie sich nieder. Was ist da passiert, liebe Geschwister? Was ist da passiert? Wir müssen den Koran langsam lesen. Langsam. Genießen. Was ist da passiert? Menschen, die zuvor, wie gesagt, geldgierig waren, ruhmsüchtig gewesen sind, die auf den Pharao, die dem Pharao hörig waren, die praktisch das Diesseitige begehrten. In einem Moment wurden sie zu Gläubigen. Das heißt, sie haben Rechtleitung erfahren. Und über dieses Thema Rechtleitung werden wir heute, liebe Geschwister, mehr sprechen. Allah gab in ihr Herz, in dieser Nichtsekunde, in diesem Moment, in diesem kurzen Moment, die Liebe zu ihm. Und wir werden gleich noch diese Liebe näher betrachten, liebe Geschwister. Ist es so, dass die Rechtleitung, dass wir auf diesen Moment warten müssen oder dass wir
unsere Mitmenschen, möge Allah sie recht leiten, dass wir ihnen sagen, warte auf diesen Moment, wo Allah Ta'ala dein Herz recht leitet. Ist es so etwas, dass wir, wo wir eine passive Rolle spielen? Allah sagt auch im Koran, liebe Geschwister, in der 5. Sure ab dem 111. Vers, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Allah sagt hier, dass er den Jüngern, den Gefährten von Isa alayhi salam, eingegeben hat, eine Eingabe gegeben hat, glaubt an mich und an meinen Gesandten. Und sie sagten, wir glauben. Bezeuge, o Allah, dass wir dir ergeben sind. Das heißt, Allah gibt diesen Gedanken ein. Diesen Gedanken, dass man sich zu ihm bekennen möchte. Gut. Aber es hört sich immer noch an, als ja, ob eine gewisse Passivität da ist. Dass das eine Aktion von Allah Ta'ala ist. Und natürlich, Allah ist es, der recht leitet. Aber was können wir tun? Wir beziehen uns auf uns. Und was können wir unseren Mitmenschen mitgeben? Schaut, liebe Geschwister, es gibt zwei Komponenten in dieser Angelegenheit. Allah Ta'ala sagt auch im Koran, und zwar in der 41. Sure, der 17. Vers. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. Und was die Thamud anbelangt, so haben wir sie recht geleitet. Wir haben ihnen recht Leitung geschenkt. Jetzt fragt ihr euch, Moment, die Thamud, das sind doch diejenigen, ja, die wurden bestraft. Diejenigen, die Allah Ta'ala geleugnet hat. Aber Allah sagt im Koran, er hat ihnen Rechtleitung geschenkt. Er hat sie recht geleitet. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Und was die Thamud anbelangt, wir haben sie recht geleitet, aber sie haben die Blindheit gegenüber der Rechtleitung bevorzugt. Heißt, die Blindheit, da wo man nicht sieht, heißt es nicht, dass nichts da ist, sondern etwas ist da, bloß man sieht es nicht. Und so ist es auch mit der Rechtleitung, liebe Geschwister. Sie ist um uns herum, aber wir sind blind dafür, oftmals, auch wir als Muslime. Wenn wir die Wahl haben zwischen einer rechtschaffenen Tat und einer sündhaften, und wir wählen die sündhafte, in dem Moment waren wir bis zu einem gewissen Grad blind. Nicht, indem wir Allah Ta'ala verleugnet haben, aber indem wir zu schwach waren, seinen Befehl nachzukommen. Das heißt, in dem Grade waren wir dann, und in diesem Sinne, waren wir blind gewesen. Ein sehr schönes Beispiel, liebe Geschwister, im Koran, und ich habe zwei Koranerklärungen mitgebracht, die diese Begebenheit von zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten, beziehungsweise zwei verschiedene Ebenen des Koran-Kommentars. Allah sagt im Koran zum Volke Ibrahims, was ja damals er hat mit mehreren Völkern Dawa gemacht, und das Volk seines Vaters war ja ein Volk, was auch die Götzen angebetet hat. Und Allah Ta'ala sagt über sie in der 21. Sure, der 64. Vers, in dem Moment, wo er ihnen sagte, dass die Götzen vom Größten der Götzen kaputt gemacht worden waren. Entschuldigung. In dem Moment, wo er ihnen sagte, frag doch die Götzen, was passiert ist. Ja? Da sagten sie, oder da passierte, فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Sie kehrten zu sich selbst zurück. Das heißt, Menschen, die Götzen anbeten, liebe Geschwister, und die den Hinweis bekommen, ja, frag doch die kaputten Götzen, was passiert ist. Der Moment, sie haben sich besonnen. Und Allah Ta'ala beschreibt dies in den Worten, sie kehrten zu sich selbst zurück. Das heißt, ursprünglich, liebe Geschwister, ist unser Kompass auf Allah Ta'ala ausgerichtet.
Und da, wo wir von ihm abweichen, vom geraden Weg abweichen, da haben wir uns verirrt. Und wir kennen diese positiven Gedanken im Herz. Fang doch wieder an zu beten. Oder lass doch diese Sünde bleiben. Oder nimm doch die Einladung in die Moschee wahr. Oder gib deiner Mutter keine Widerworte. In dem Moment, liebe Geschwister, kehren wir zu uns selbst zurück. Und deswegen sagen auch im englischsprachigen Raum neue Muslime zu sich, nicht, dass sie konvertiert sind, sondern revertiert sind. Ja? Zurückgekehrt. Hierauf machten sie eine Kehrtwendung. Ja? Das Wort Nakasa im Arabischen bedeutet, wenn man das Oberste zum Untersten macht, wenn man etwas umkehrt, bedeutet auch Degeneration oder im medizinischen Sinne ein Rückschlag. Also aus diesen drei Buchstaben werden diese Wortbedeutungen abgeleitet. Aber dann wurden sie wieder rückfällig. Dann haben sie alles wieder auf den Kopf gestellt, nicht auf die Füße, sondern auf den Kopf. Schauen wir, was dies hier bedeutet. Ibn Kathir, er hat eine Wiedergabe gewählt, ist ja eine Zitatensammlung. Faraja'u ila anfusihim, dass sie sich selbst kritisierten, dass sie nicht auf die Götzen aufgepasst haben. Und in Bezug auf die Kehrtwendung, dass sie auf den Boden geschaut haben. Und Jalalain, liebe Geschwister, hält diese spirituelle Bedeutung fest, nämlich, dass als sie zurückkehrten, ja, nämlich sie reflektierten die Worte von Ibrahim und dann sagten sie, wir waren Unrechttuende, ja, dass wir sie angebetet haben, Götzen, die nicht sprechen, ja, und dann, dass sie eine Umkehr hatten, eine Kehrtwende hatten, nämlich in imanischen Fragen wieder, ja, dass sie zu ihrem ursprünglichen Kufr zurückgekehrt sind. Habe ich euch mitgebracht als Beispiel dafür, liebe Geschwister, dass Koranforschung vieles erfordert. Man kann nicht nur einfach ein Band in die Hand nehmen. Vielleicht hat der andere Gelehrte etwas bevorzugt oder ihm ist eine Bedeutung entgangen, die ein anderer Gelehrter sammeln konnte. Und das sind beides, wie gesagt, klassische, bekannte Tafsire der Umma. Liebe Geschwister, versuchen wir das Thema Rechtleitung, das Thema Umkehr, das Thema Besinnung mal auf uns selbst zu beziehen. Oftmals brauchen wir keine Bibliotheken und Bücher. Oftmals spüren wir in unserem Herzen, wenn etwas falsch ist. Oft sogar schon, bevor wir mit dem Islam in Berührung kommen oder mit der Lehre des Islams in Berührung kommen. Und das kennen wir, weil jeder davon mehr oder weniger erzählt. Ja, ich hatte damals schon ein schlechtes Gewissen. Damals schon habe ich mich zu diesen und jenen guten Taten hingezogen gefühlt, aber ich hatte nicht den Mut oder hatte nicht die Umgebung oder Freunde, die mich dort mitgenommen haben. Oder damals hatte ich schon bei dem und dem ein schlechtes Gefühl, aber ich habe es irgendwie trotzdem gemacht. Und in dem Sinne, liebe Geschwister, sprach auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Allah ta'ala weiß es am besten, als er einem seiner Prophetengefährten mitgegeben hat, der fragte, was ist Rechtschaffenheit? Und er antwortete ihm, ja, frag dein Herz. Frag dein Herz. Und lass selbst von Dingen ab, wenn Leute sagen, es wäre gut. Wenn dein Herz sich unruhig fühlt, wenn dein Herz etwas ablehnt. Und liebe Geschwister, diese Stimme des Herzens, natürlich qualifiziert sie nicht dazu, dass man Halal und Haram neu einteilt. Ja? Aber diese Stimme des Herzens, liebe Geschwister, ist es nicht so, dass wir sie oft vernachlässigen, nämlich die Stimme, die uns an Halal und Haram erinnert. Ja, nicht keine Neueinteilung vornehmen lässt, sondern die uns an das Gute, an das Universelle auch erinnert, was Allah Ta'ala jedem Menschen als Paket mitgegeben hat. Installiert hat praktisch, ja, im Herzen der Menschen, die Fitra. Und liebe Geschwister, an diesen Gefühlen muss man festhalten. Diese Gedanken muss man versuchen, zu einer Tat umzusetzen. Und welche Stimmen, liebe Geschwister, oder welche Aussagen, welche Aufforderungen vernachlässigen wir? Welche Sünden haben wir zu unterlassen, von denen wir genau wissen, dass es Sünden sind? Und was vom Guten müssen wir umsetzen, was wir gerade liegen lassen? Und wir wissen, dass es wichtig ist. Und wir wissen auch, dass wir dadurch glücklicher werden würden. Nicht, dass uns dasselbe passiert, natürlich
inshallah, alhamdulillah, als Muslime, aber wie den Menschen, die Allah Ta'ala beschrieb im Koran. Sie kehrten zu sich selbst zurück. Sie haben es eingesehen. Aber was wurde aus ihnen? Sie machten eine Kehrtwende. Und dieses Beispiel der Zauberer inspiriert uns sehr. Nicht nur, weil sie Rechtleitung angenommen haben, liebe Geschwister, sondern ihre Taten sind inspirierend. Ihre Taten waren inspirierend. Und es ist ein Unterschied, ob man zum Islam hin recht geleitet wird, aber dann mehr oder weniger orientierungslos rumläuft. Man ist Muslim geworden, aber man weiß nicht so recht, mit sich etwas anzufangen. Man findet sich nicht als Zahnrad im Uhrwerk der Umma wieder. Man hat das Gefühl, im Hamsterrad zu rennen oder sich im Kreis zu drehen. Das heißt, auch als Muslime brauchen wir Rechtleitung. Auch als Muslime wollen wir Allah Ta'ala näher kommen. Auch als Muslime wollen wir Allah Ta'alas Wohlgefallen mehr und mehr ersuchen, liebe Geschwister. Ich lese weiter von der Passage, mit der ich begonnen habe, ab der 26. Sure, der 47. Vers jetzt. Die Worte von den Zauberern. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Sie sagten, wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner, den Herrn von Musa und Harun. Er, Pharaon, sagte, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube. Er sah sich ja immer noch als Gott. Er ist wahrlich, also Musa, damit gemeint, er ist euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. Ihr werdet es wahrlich erfahren. Gewiss werde ich euch eure Hände und Füße wechselseitig abhacken und euch allesamt ganz gewiss kreuzigen lassen. Was sagten sie dann, liebe Geschwister? قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. Kein Schaden. Subhanallah. Das waren doch dieselben Leute, die zuvor ihre Reise auf sich genommen haben zum Pharao und nach Geld durstig waren und nach Ruhm durstig waren und Betrüger gewesen sind, denn sie wussten, dass das, was sie taten, Betrug ist. Und subhanallah, in einem Moment, nicht nur, dass sie sich niederwerfen, sondern welche Worte haben sie gefunden? Kein Schaden. Wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Wir hoffen ja, dass unser Herr uns unsere Verfehlungen vergebe, dafür, dass wir die Ersten der Gläubigen sind. Subhanallah. Und an anderer Stelle. Inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Du grollst uns ja nur, du bist ja nur sauer deswegen, dass wir an die Zeichen unseres Herrn glaubten, als sie zu uns kamen. Unser Herr überschütte uns mit Standhaftigkeit und berufe uns ab als dir Ergebene. Lasse uns sterben als Muslime. Das hat mich gewundert, liebe Geschwister. Mich hat das verwundert. Gut, man nimmt den Islam an, man sieht, jetzt gibt es keinen Weg mehr vorbei an der Wahrheit. Aber wie findet man diese beinahe prophetischen Worte? Wie findet man diese beinahe prophetischen Worte? Sie hatten keinen Unterricht genommen bei Musa a.s., Kurse besucht, ja, Koran gelesen im Sinne von dem, was Musa a.s. vorgetragen hat. Aber sie finden diese Worte. Und das, liebe Geschwister, ist Rechtleitung.
Das ist Huda. Das ist ein wertvolles Gut. Und da, wo man wie Goldsucher. Ja, irgendwann, ich glaube 1749, hörte man im Westen Amerikas, oh, es gibt Gold in Kalifornien. Und alle Menschen machen sich auf nach Kalifornien. Bloß weil sie davon gehört haben, es gibt Gold. Was machen wir mit Rechtleitung? Manchmal spüren wir die Stimmen der Engel, die uns zum Guten einladen. Manchmal spüren wir die Schädlichkeit einer Sünde, den Schaden einer Sünde, und wir geben ihm trotzdem nach. Warum? Weil wir nicht den Wert von Huda erkannt haben, von Hidayah. Und da, wo wir ihn erkennen und diesen Schritten nachgehen, ja, ich fange jetzt an zu beten, ja, ich fange jetzt an zu fasten, ich lasse dies und jenes mal sein. Ich lebe jetzt verantwortungsbewusst für Allah Ta'ala. Dort gibt es auch immer eine Abfolge vom Guten. Weil Allah belohnt die gute Tat, die man getan hat, mit weiteren guten Taten, die man tun darf. Das ist ein Gesetz, liebe Geschwister, was die Salihun festgehalten haben. Und was aus dem Koran natürlich auch extrahierbar ist oder extrahiert wurde. Wenn Allah jemanden recht leitet, dann gibt er ihm gleich die Möglichkeiten, Gutes zu tun. Man unterschreibt nicht nur, dass man dazugehört, sondern man hat gleich Dinge zu tun. Und wenn man sie umsetzt, liebe Geschwister, warten weitere gute Taten auf uns. Lass uns diese Botschaft vom Koran mit nach Hause nehmen und umsetzen. Es gibt also Rechtleitung zum Islam, liebe Geschwister, und es gibt Rechtleitung innerhalb des Islams. Es gibt eine persönliche Rechtleitung. Und Allah Ta'ala, er sagt auch im Koran in Bezug auf die Bienen, dass er den Bienen eingegeben hat, was sie zu tun haben. Er hat den Bienen eingegeben, was sie zu tun haben. Ja, wo sie sich ihre Bienenstöcke zu bauen haben und dass sie Honig produzieren. In diesem Honig, fihi shifa'ul linnas. In ihm ist Heilung für die Menschen. In ihm ist Heilung für die Menschen. Das heißt, Bienen, liebe Geschwister, haben Eingabe bekommen für etwas Spezielles, was sie zu tun haben. Liebe Geschwister, wir sind Menschen. Wir umso mehr sollten von Allah Ta'ala erfragen, was wir zu tun haben. Abgesehen von den allgemeinen Standardpflichten. Und darüber möchte ich mehr sprechen. Wenn wir also, liebe Geschwister, die Rechtleitung zum Islam haben und wenn Allah Ta'ala uns, wie gesagt, als Zahnrad im Uhrwerk der Umma einsetzt, wenn Allah Ta'ala uns unsere Berufung finden lässt, dann haben wir eine besondere Zufriedenheit, ein besonderes Glück. Ich möchte euch zwei Beispiele von Menschen geben, die auf ihre Art und Weise uns inspirieren. Im Sinne von Glück, was man auch in dieser Welt haben kann. Selbst wenn man nicht Muslim wurde, aber man bekommt diese gewisse Stufe an Glück aufgrund dessen, dass man nach den Gesetzen von Allah Ta'ala lebt. Ja? Wer beispielsweise sich gesund ernährt, gemäß den Geboten des Islams, der wird natürlich auch Gesundheit genießen dürfen und dadurch glücklich sein, auch wenn er nicht an Allah Ta'ala glaubt. Macht ja Sinn, weil man die Gesetzmäßigkeiten befolgt. Etwas, was mich sehr inspiriert hat, Grigori Perelman, sehr ein russischer Mathematiker, und er hat eines von 7 großen mathematischen Rätseln gelöst. Und er hat dafür ein Preisgeld angeboten bekommen von 1 Million Dollar. Das ist alles die letzten Jahre passiert. Ich glaube, vor 6 Jahren hat er das angeboten bekommen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat diesen Preis plus die 1 Million abgelehnt und hat gesagt, was will ich mit 1 Million, wenn ich weiß, was das Universum zusammenhält. Was will ich mit 1 Million, wenn ich weiß, was das Universum zusammenhält? Ich weiß auch, was das Universum zusammenhält. Vielleicht nicht mathematisch, chemisch, physisch, kann ich nicht erklären. Ja? Aber ich weiß, dass letztendlich Allah Ta'ala es ist, der diese Gesetzmäßigkeiten, die man in der Chemie, in der Physik, in der Mathematik und woanders wiederfinden kann, dass er es ist, der diese Gesetzmäßigkeiten so gestaltet hat.
und so hat sein lassen. Aber schaut, wie ein Mann von der Dunja unbeeindruckt ist. Weil er nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit lebt, liebe Geschwister, die auch uns angeboten wird, umzusetzen. Und von Diogenes, von Sinope wird überliefert, Alexander der Große, der damals mächtige Herrscher, er suchte ihn auf und fragte, kann ich etwas für dich tun? Ja, und er erlebte bettelarm, wirklich bettelarm, ohne Haus und so weiter, ja. Und er sagte, gib mir etwas aus der Sonne. Weil man etwas gefunden hat, liebe Geschwister, was mehr wert ist als das, wonach wir die ganze Zeit hinterherrennen. Wo wir gehirngewaschen sind. Von Fernsehen und Internet und Werbung, ja, Social Media. Immer diese Dunja, 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 Dunja. Und von einem Hamsterrad kommen wir raus ins nächste. Und wir drehen uns praktisch nur im Kreis der Hamsterräder. Und sind leer, subhanallah. Und sind unglücklich, subhanallah. Warum? Weil wir diese Stimmen, die Allah Ta'ala uns schenkt, in den Mündern der Engel, wir folgen ihnen nicht, wenn sie uns zu Gutem aufrufen. Weil wir die Stimme unseres Herzens vernachlässigen. Weil wir Gebote beiseite legen. Weil wir dem Sog von Sünden nachgeben. Weil wir immer näher rankommen und dann irgendwann mal nach unten gezogen werden. Wie wichtig doch diese Stimme im Herzen ist. Und wie wichtig, dass man ihr nachgeht, liebe Geschwister. Weil Hidayah, Huda, ist ein sehr, sehr wertvolles Geschenk. Mit nichts, liebe Geschwister, kann es aufgewogen werden. Weil letztendlich, egal was man hat im Leben, liebe Geschwister, wenn man keine Rechtleitung hat, ist es letztendlich bedeutungslos. Und andersherum, wenn man Rechtleitung bekommen hat, ist es egal, was man gerade durchmacht, weil das, was man gerade durchmacht, vernachlässigbar ist, minimal ist. Es kam mal eine Gruppe von Gelehrten an einer Person vorbei, die gelähmt war und blind war und also mehrere Behinderungen hatte als Prüfung. Und diese Person hat gesagt, Alhamdulillah. Und dieses Alhamdulillah hat nicht Alhamdulillah im Sinne von gib mir Geld. Ja, ich sage Alhamdulillah so religiös, sondern Alhamdulillah. So ein fröhliches Alhamdulillah. So ein Alhamdulillah, geh mir aus der Sonne. Und die Gelehrten, sie sagten, Entschuldigung, warum sagst du eigentlich Alhamdulillah? Der Mann hat gar nichts, hat nur Prüfungen und Leid. Und der Mann sagt, Alhamdulillah, für die Zunge, die Allah Ta'ala mir gegeben hat, dass ich Alhamdulillah sagen kann. Das sind echte Geschichten. Das sind wahre Begebenheiten, liebe Geschwister, von unseren Gelehrten aufgezeichnet. Wie kommen wir dahin, liebe Geschwister? Wie gesagt, Allah Ta'ala gab uns einen Kompass, unser Herz mit, und diesen Kompass müssen wir schützen. Nicht irgendwie kaputt gehen lassen. Weil unser Kompass, liebe Geschwister, kann auch kaputt gehen. Oder er kann unscharf werden. Und das dann, wenn wir sündigen. Allah Ta'ala sagt im Koran, Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ma kana yaksibun. Das heißt, das, was sie zu tun pflegten, legt auf ihre Herzen Schmutz, einen Rost, ja, der dann schwierig ist, wieder wegzupolieren. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, ich wollte etwas mehr darüber sprechen, wie wir als Muslime zu unserem Weg finden können. Allah Ta'ala sagt im Koran, in der 29. Sure, im letzten Vers, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Darin sind, liebe Geschwister, drei große Botschaften. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Diejenigen, es wird in der Mehrzahl gesprochen, das heißt, man geht von einer Gemeinde aus. Das heißt, man ist Teil einer Gemeinde. Nicht Allavi, sondern Allavina. Nicht der Einzelne, sondern die Gemeinde. وَالَّذِينَ, diejenigen, جَاهَدُوا, die sich anstrengen. Ja, wir kennen جَاهَدُوا von der Wurzel
aus der auch das Wort Dschihad abgeleitet wird. Allerdings, liebe Geschwister, die 29. Sure ist eine mekkanische Sure. Damals gab es noch keine Dschihad-Regelungen in dem Sinne. Das heißt, hier ist die allgemeine Anstrengung auch gemeint. Keine spezielle kriegerische. Wallavina jahadu, das heißt, man strengt sich an. Ohne Anstrengung kriegst du in dieser Dunya gar nichts. Das ist auch eines der Gesetze. Nichts, was dich satt werden lässt. Ja, denn wie bei der Infusion, man wird zwar genährt, aber man hat immer noch ein Hungergefühl. Ja, Hunger wird erst dann gestillt, liebe Geschwister, wenn der Magen arbeitet. Ja, wenn die Verdauungsorgane arbeiten. Ansonsten geht der Hunger nicht weg. Fina, für uns, auf unserem Weg. Das heißt, Allah Ta'ala spricht davon, dass man das für ihn tun muss. Nicht nur einfach in einer Gemeinde und Anstrengung, sondern für Allah Ta'ala. Allah Ta'ala garantiert, la nahdiyannahum, das ist eine grammatikalische Betonung, wir werden sie gewiss leiten. Subulana, unsere Wege. Ja, im Sinne von, wir Muslime, wir haben eine große Autobahn und auf dieser Autobahn gibt es viele, 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 viele Wege. So wie die Prophetengefährten auch verschiedene Stärken hatten, die sie der Umma auch zur Verfügung gestellt haben und den jeweils ihren speziellen Weg, so können auch wir einen speziellen, wunderbaren Weg gehen und die Umma und die Welt bereichern insgesamt. Das heißt Gemeinde, Anstrengung und die reine Absicht, liebe Geschwister. Und inna allaha lama al-muhsinin. Und wahrlich, Allah ist mit denen, die Gutes tun. Das heißt, Passivität muss man schon mal aus dem Leben komplett streichen. Ich schließe damit, liebe Geschwister, ich wollte euch eigentlich noch einen längeren aufbauend auf der letzten Khutba einen guten Ratschlag mitgeben. Das muss ich leider streichen, weil eure Zeit zu respektieren ist. Etwas anderes. Liebe Geschwister, viele von uns, wir sind 17, 18, Anfang 20. Wir kennen doch das Gesetz, dass wenn wir für jemanden Bittgebete machen, dass die Engel dann sagen, und für dich dasselbe. Liebe Geschwister, das findet dann auch Anwendung, wenn man anstatt für jemanden Bittgebete macht, ihm direkt hilft. Nicht, oh Allah, bitte helf ihm, dass er seinen Beruf findet. Helf du ihm doch, dass er seinen Beruf findet, in dem, was Allah Ta'ala dir möglich gemacht hat. Und die Engel werden sicherlich auch sagen, Allah Ta'ala wird es sicherlich auch so machen, dass man dann auch Segnungen für diese jeweilige Sache bekommt. Schaut auf die etwas Jüngeren. Sie brauchen vielleicht Motivation. Oder sie brauchen einen guten Ratschlag. Ja, es gibt so vier Stufen. Manche wissen gar nicht, was sie wollen. Ich weiß nicht, was ich will. Helft denen. Manche wissen, ja, was sie mögen, aber sie können sich nicht entscheiden. Oh, ich mag so viele Dinge, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ja, helf ihnen dabei, sich zu entscheiden. Manche wissen, liebe Geschwister, was sie wollen und sie haben sich schon entschieden, aber sie wissen nicht, wie sie dorthin kommen. Ja, helf ihnen bei der Bewerbung. Schenk ihnen eine Erfahrung, wie man zum Erfolg kommt, wenn man weiß, was man will. Und manche arbeiten in dem Feld, wo sie arbeiten wollen, aber es fehlt ihnen an, ja, hier und dort an Tipps, wie sie richtig erfolgreich werden können. Wir sollten, wie gesagt, als Ältere immer auf die Jüngeren schauen oder als jemand, der eine Begabung hat, immer auf diejenigen schauen, die noch ihre Talente ausbauen wollen. Und das ist dann der Segen der Umma. Keine Einzelgänger, liebe Geschwister. Und wenn ich ehrlich bin, ich sehe viele, viele, viele Einzelkämpfer. Ja, und ich sehe, viele Menschen scheuen sich, einen Ratschlag auszusprechen oder viele Menschen mögen Ratschläge nicht. Aber dadurch geht uns ein, wenn man sagt, Humankapital verloren. Uns geht sehr vieles verloren. Viel Lebenssegen geht uns dadurch verloren, dass wir nicht einheitlich, dass wir nicht solidarisch arbeiten. Das kennen wir Männer kennen das alle, die sportbegeistert sind. Ja, da gibt es diese super Teams, wo die super, super, super Spieler die Besten der Welt zusammenspielen, aber irgendwie, die kriegen die Meisterschaft nicht hin. Und dann gibt es irgendwelche anderen Teams, die gar nicht erfolgreich sein sollten, sie sind es aber. Warum? Die Chemie, ja, das Miteinander. Und daran müssen wir arbeiten, liebe Geschwister, damit wir insgesamt weiter nach vorne kommen. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. Oh Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und lasse ihn uns als das Mustervorbild in unserem Herzen annehmen, oh Allah. Und alles, was diesem Muster widerspricht, oh Allah, aus unserem Herzen löschen. Oh Allah, bitte schenke uns die Liebe zum Gebet und die Sehnsucht zum Kontakt nach dir und entferne aus uns die Sucht nach Sünde oder den Ruf der Sünde, oh Allah. Oh Allah, bitte helfe uns, dass wir ein Zahnrad in der Umma werden. Oh Allah, bitte vergib uns unsere Sünden und die Sünden unserer Eltern und Rechtleiter, all diejenigen,
in denen du Gutes siehst und was uns einen Beitrag dazu geleistet haben. O Allah, bitte stehe allen Schwergeprüften bei, den Bekriegten, den Gefangenen, den Gefolterten, den Kranken, den Trostsuchenden, O Allah, denen, die ihre Heimat verlassen haben. Und bitte erfülle uns unsere Bedürfnisse, O Allah, in denen Khair steckt. Bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte schenke den Kinderwünschenden, O Allah, gesegnete Kinder. Und schenke uns all das, was der Prophet Mohammed von dir erbeten hat und Zuflucht vor allem, wovor auch er um Zuflucht und um Schutz bei dir gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqim as-salah.